schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Oh. Er soll sofort sein Hinter... Durchhalten, bin unterwegs. Sehr gut, sehr gut. Ja. Dass wir hier nochmal herfinden, hätte ich ja nicht gedacht. Mann, 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 Mann. So, schnell weg. Alter. Ich laufe natürlich auch wieder falsch, blöd Mann. Ja, wo ist denn der Eingang? Abwehren hier? Schieß mal. Schieß. Ah, scheiße. Keine Energie mehr. Aber so kann's gehen. A respawn. Genau, let me in, let me in, lass mich rein. Ich hoffe, ich lande bei dem auch wieder. Naja, du gibst mir Deckung und ich renne weg. Och nö. Warum sollte ich dir Deckung geben? Jemand sollte überleben, warum nicht ich? Och nö. Du musst ja den ganzen Scheiß wiederfinden und wieder zurück. Schon wieder Mist. Ein Aufständischer! Ich greife an! Das geht mir gar nicht. Verpissig. Holt euch den Jedi! Vorwärts! Ist da jemand? Ganz egal wer! Hilfe! Mensch, jetzt gib mal Ruhe da. Ja. Du hast mir noch gefehlt hier. Aber hier ist ja nichts mehr, ne? Wo geht's hier denn jetzt lang? Hier ist unser Hauptziel. Und da sind wir. So. Das heißt, wir müssen hier wieder lang. Das heißt, ich muss meine ganze... den ganzen Mist wieder machen. Diese Tür hacken. Bei hier gelandet, sehr schön. Hey,
Was ist das, BD-1? Okay, wieder was für schlechtes Schwert. So. Also hier wieder lang. So ähnlich. Ja. Hier müssen wir lang. Genau. Ja. Hier rüber, zack. Und hier rüber, zack. Hier wieder hoch. Mann. Wir werden dich bewegen. Zieh doch deine Beine. Ja. Er ist getroffen. Bin unterwegs. So, jetzt mal Ruhe hier mal. So, jetzt müssen wir hier lang. Den richtigen Weg aber finden. Hier rüber ist richtig, oder? Ja. Ja. Genau. So. Und jetzt hier bin ich der Meinung, müssen wir raus. Genau, genau, genau. Hier sind wir richtig. Was machst du hier? Richtet den Eindringling hin! Nur noch ich übrig? Ja. Nur noch du. So. Jetzt klettern wir da wieder zurück. Klettern, nicht fallen. No. Hier jetzt hoch. Aufpassen! So, genau. Ich diesmal darauf achten muss, dass ich einen Speicherpunkt finde. Ganz wichtig. So, los, schieß. Ich weiß, dass du da oben bist. Danke. Die Kiste haben wir schon geplündert. Jemand! Holt euch das Ziel! Kein leichtes Ziel! Ja, alles klar! Feind nähert sich! Oh. Ist mich vom Weg abgebracht, du Blödmann. Dranbleiben! Schalten wir ihn auf! So. Was war's mal hier? Ja, das war auch falsch. Quasi nicht nach unten, wir müssen nach oben. Da oben müssen wir.
Gucken, wie wir da wieder hochkommen. Seht mal, unter uns! Das ist das Ende unserer Bergkampfunterstützung. Ich verstehe. Er versucht uns abzuschütteln. Er ist getroffen. Nur du und ich. Oh, jetzt haben wir Ruhe hier. Oh, hier und hier müssen wir jetzt durch, ne? Genau. Und hier, genau, hier ist der Speicherpunkt, wo wir jetzt speichern müssen. Super. Ausruhen. So. Solange wir vorsichtig sind und aufpassen, erwischen uns dies gar nicht. So, weil wenn ich jetzt den Ad nicht kriege oder so, dann. Los, schieß! Wie schnell das Vieh! Jetzt schieß schon! Los, komm, schieß! Los, komm! Oh, jetzt mal schön. Komm. Komm, schieß. Baller, los, komm, ich wehr ab. Oh, und Fähigkeitenpunkte erhalten, na super. Ja, dann gehen wir da mal rein. Gute Arbeit, Kleiner. Super, hey, geschafft. Echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sepho-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Ah. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Genau. Frau Wookies retten. Jawohl, da bin ich dabei. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht.
Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja, gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Scheiße. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Okay, okay, okay. Ist alles okay? Prima. Ich genieße etwas Ruhe und Frieden. So, gucken wir mal, wo wir hin wollen. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Bogano. Dann reisen wir doch mal nach Bogano. Was? Moment, was sagt das Ding? Ich weiß nicht, warum Leute Droiden haben. Sagen Sie es ihm. Er kann sie schließlich verstehen. Ernsthaft? Oh, hör mal. Droiden machen mir Angst. Ganz was Neues. Sie klingen wie ein Imp. Die deaktivieren Droiden einfach so. Damit ist er einer von uns. Oh. Oh. Hyperraum, ohne dass mich anschneiden muss? Ich nehme alles zurück. Du bist okay, Kumpel. Das ist ja auch mal nett. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Ah, alles klar. Ich wollte gerade sagen, dass ich wahrscheinlich einmal durchs Raumschiff geschossen. Bogano. Komm auf Bogano. Da bin ich ja mal gespannt, was mich so erwartet. Zerklüfte Ebene. Die sind ja witzig. Zack rein, zack raus. Okay. Klettern wir hier mal hoch, mal gucken, was da oben ist. Für Viecher, die da rumspringen. So, wie komme ich jetzt hier hoch?